Sie sind hier, 21. November 2018, 19.09 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Sepp Blatter fordert Untersuchungen gegen Gianni Infantino. Urheberrecht Getty Images. Ex-FIFA-Präsident Josef Blatter fordert, dass die Ethikkommission Untersuchungen gegen Gianni Infantino einleiten soll. Hintergrund sind Football-Leaks-Enthüllungen. Der ehemalige FIFA-Präsident Josef Blatter hatte nach den Football-Leaks-Enthüllungen über das besondere Verhältnis seines Amtsnachfolgers Gianni Infantino zu dem Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber und Staatsanwalt Rinaldo Arnold Konsequenzen gefordert. Die Ethikkommission des Fußballweltverbandes müsse eine Untersuchung gegen Infantino einleiten, sagte der 82-jährige Blatter am Mittwoch der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Football-Leaks-Enthüllungen bezüglich Infantino hatten Vorwürfe zutage gebracht, wonach Arnold von Infantino mehrere Geschenke angenommen haben soll. Als Gegenleistung sollte er den Kontakt zwischen Infantino und Lauber herstellen. So wollte Infantino angeblich an Informationen über den Stand der Ermittlungen im Korruptionsskandal kommen. Blatter forderte von Infantino Antworten auf die vielen offenen Fragen. Wo ist die Transparenz, die Infantino während seiner Wahl gepredigt hat, sagte der Schweizer, er sollte sich selbst der Ethikkommission stellen, um zu beweisen, dass sie transparent arbeitet. Blatter selbst war Ende 2015 von der FIFA-Ethikkommission im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals wegen Verdachts der ungetreuen Geschäftsführung gesperrt worden. Wenige Wochen später wählte der FIFA-Kongress Infantino zum neuen Verbandschef. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.